Hey, Kinders, was geht denn bei euch wieder ab, hä? Machen wir ein bisschen jetzt Supreme Action? Oder machen wir Lamb Down Rank? I don't know. Hallo, Team. Wir haben im letzten Livestream ja leider wieder einen Loser eingefahren im Highgame. Und jetzt hätte ich schon gerne, und das kann ich nennen, einen Winnerini, weil sonst wird es halt ein bisschen, I've got the fuse for B, ein bisschen schwierig. He's low. Shit, Alter. Sind wir jetzt alle gestorben? Es kam extra noch einer zu B dazu, aber der hatte nur 10er B. Ich hab, der ist zuerst gefallen. Shit. Nummer 1 Deutschlands. What the fuck, Frankie? Es? Na, dann leg mal los. Und die Fuse down on B. Na, wird er nicht mehr schaffen. Ich weiß nicht, ob auf A auch was war, weil sie halt sehr langsam verschoben sind. Also wir waren alle drei tot und ungefähr 20 Sekunden danach sind sie auf B dazugestoßen. Das hätte natürlich schneller gehen können, aber wahrscheinlich war einer auf A. One is close, right side on mid. Oh, Bomb is down. Nice. He's coming. He's got the bomb. He's second mid now with bomb. Was macht er denn jetzt auf Peter Gauna? Hallo. Schon wieder Bloons? Oder Bidons? Bloons. Soll Bloons heißen, oder? Bloons. Guck dir mal die scheiß Waffe an. Ist nicht geil. He's through. He's going CT. He's coming. Orange. I'm behind him. He's tagged. Nice. Jawohl. Die haben wir schön geholt. I'm reloading. Okay, let's go. Uff, he's close right side. Hat er dann auch nochmal nachgeladen oder was? Warum war er denn nicht neben mir? Ich habe nur so gehört und dachte, okay, was macht er? Oh nein, er fackelt ab. Ach du Scheiße. Alter, was haben wir hier gerade für eine verschissene Pechsträhne? Und Bloons ist schon wieder? Bloons, ich krieg langsam den Verdacht, dass es bei dir nicht aus Versehen ist. Er holt sich noch ein paar Round-End-Eco-Frags und stirbt dann. Einfach um oben zu stehen oder was auf der Liste. Immerhin hat er auch ein Defi. Ah, er hat eben meins aufgehoben, der Sack. Er hat keins. Keiner von denen hat bis jetzt einen Defuse gekauft, die ersten paar Runden. Ich finde, das ist das Bitterste, was passieren kann. Du killst alle Gegner, nur noch die Bombe muss defused werden und du hast noch genau 8,3 Sekunden Zeit. Hast aber keinen Defuse. Ach, das ist einfach dumm, das ist eine weggeworfene Runde. One flash on B again. One out. He's down. Another one, orb. He's down. Nice, last one on spot. He's short. Down. Die letzte Runde war jetzt ziemlich ertragreich und das kann gerne genauso weitergehen. Haben die getauscht, die Jungs? Ja, die haben getauscht. Hast du keine Angst, Grün, dass da was kommt eigentlich in deinem Leben? Nö, ist mir egal. Wenn er meint. Oder fucking bam, bam, bam. Nice, mate. Wir sind also einer weniger. Wie soll man denn, wie soll man so irgendwie mit dem Rank irgendwas machen können? Mit solchen Hanswurst-Pisspantoffeln. Das ist jedes Mal die absolute Enttäuschung. Wenn du dann wirklich gerne so ein bisschen zumindest für oder an deinem Rank arbeiten möchtest. Und das passiert sowas. At least one is falling back. Yeah, Banana's here now. I think, yeah, library, he's library. Did we get the bomb? Yeah, he's ups. Okay. Bitte, stirb jetzt nicht. He got no time. Das ist hier echt eine richtig schwere Geburt, Leute. Heilige Scheiße. Da vermisse ich direkt die Leichtigkeit von COD. Wir haben ja... Sorry, man. No problem. Da vermisse ich... Scheiße, Mann! Ja, da vermisse ich direkt die Leichtigkeit von COD. Wir haben am Freitag COD gespielt im Stream. Und das war einfach geil. Wir haben 4 Stunden oder so zu 5 zu 6 COD gespielt. Es war richtig, richtig geil. Alle im Teamspeak, wir hatten Spaß. Let them come. Wir hatten richtig Spaß und sind abgegangen. Butzer! Nein, jetzt nicht verrecken, Jungs, bitte! Bomb down, we got the bomb. Es nimmt einfach keiner den Bot. Verdammte Scheiße, jetzt muss ich hier mit dem Bot schnell. Keine Ahnung, meine Pins hebe ich ihn jetzt auf. Kriegt der Bot halt die SG. Also, was hab ich gerade gelabert? Achso, ja, COD war wirklich so geil am Freitag. Es hat so Bock gemacht. Alter, haben wir reingeschwitzt. Uff, ich würde jetzt nicht so arg vorgehen, Orange. Wenn ich du wäre, hätte ich irgendwie... Schieß. Dann noch einer Pit. Pit down. Der letzte ist bestimmt bei T hinten noch. Ich gehe jetzt hier wieder in Deckung. Ne, ich muss den Mate bewachen von hinten. Warum musste unser Mate jetzt bitte schön gehen? Ich meine, ist doch egal, wenn er ein, zwei Dinger verkackt. Er geht aus Scham. Er schreibt einem bad und leaft. Okay, ja, Flash dann. I hear him. Can you take my op on that? Sure. Thank you. Frankie, thank you. This is so nice of ya. Thank you. Wait. Danke. Frankie, nice one. Nur nicht salty werden. Deutsche haben es ja wirklich meistens an sich, dass der Salt oder die Trauer, der Trauer plus Rage plus Verdruss. Ah, Bot! Okay, Bot rennt einfach mit und ist tot. Dumm verkackter Kackbot, Alter. Ich hasse dich. Ja, nice, Mann. Ich sag, bleib da stehen. Und was sagt er? Ne. Richtiger Spaten, ey. Sowas darf nicht passieren. Man muss doch hundertprozentige Kontrolle über seinen verschissenen Bot haben. Oder? Mid down. On Balcony. Oh, fuck, he's low. 1 HP left. Second mid. Komm, Mate, hopp. Die machst du easy down. Du bist ein Tier.
Wow, du bist wirklich ein Tier. Aber er hat Diffuse. Er könnte jetzt einfach draufflashen, rangehen, alles wegpimmeln. Alter, hopp, versuch's. Ey, Wilson ist schon wieder. Er hat jetzt gerade... Was macht der denn? Er hat ewig lang Zeit, aber er will unbedingt die Frags bekommen. Also scheint das zumindest. Nee, ich will nicht draufgehen und das versuchen. Nee. Das ist ein Pisser, ey. Dann können wir auch zu viert spielen, wenn der Bot sich einfach opfert auf Mitte. Das ist ein ganz großes Problem an CSGO. Klar kann es passieren, dass ein Mate geht, aber dann muss der Bot wirklich zu 100% am Start sein. Und das heißt auch, dass man ihm eigentlich befehlen können muss, dass er seine Waffe droppt. Man muss ihm jetzt nicht zwingend sagen können, was er kaufen soll, okay, aber er muss zwingend droppen können, wenn man ihn anstupst oder wie auch immer mit E anfasst. One is falling back. Ja, aber Liner ist clear. Und schon wieder machen sie die Rotation und es war nur noch einer auf A. Obwohl wir vier waren, also 2-2 wäre easy gegangen. Mid down. Balcony. And apartments. He's upper mid now. He's going long, behind you. Schade. Fuck man, der ist nicht offensiver bekommen müssen. Ja, so sieht's aus, Monsieur. Es hätten zwei auf A bleiben sollen, dann wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Zumal ein B-Rush oder eine Hardcore-B-Überrennung ja auch nicht angesagt wurde. Two in front of B. Drei. One is half. Komm schon. Nein. Er kommt von hinten und mäht jetzt alle um. Pass auf. Komm ran, Frankie. One church. Frankie, was war das? No. I'm sorry, man. Ja, schade. Das hätte er nicht verhuddeln müssen, brauchen. Hätte er getappt, aufgehört und dann wieder angefangen, wäre das wahrscheinlich reingegangen. Letzte Runde, Leute. AUP Glass! Mid one down. Die sind schon auf A drauf. Oh mein Gott! He's gone B. Bomb is gone B. Ich hätte einfach warten sollen. Ich habe den Braten auch minimal gerochen, aber es war einer auf A drauf. Da muss ich doch hingehen. Also da müssen wir wirklich gucken, dass wir jetzt hier noch ein bisschen was machen. Bei T ist es ja meist... Oh fuck, ja, mit dem Bot ist es saudumm. Wir sind immer nur zu viert. Shit, Alter. Okay. Wenn die CTs klug sind, dann gehen die einfach durch und killen schon mal unseren Bot. Ja, I'm gonna plan for short. Nice. Wir dürfen halt nur nicht aufgeben. Let us wait for nights. Wir warten jetzt kurz. Der Bot wartet hier mit einer Galil. Könnte wie ein winziges Geschütz fungieren. Oh! Ah, yeah, could be a stack. Nice. And let's go away. Okay, let's go fast. Oh, we need the bomb. Is he close? Two here. More. Three. Ach, kacke, dass wir die Bombe verloren haben, Mann! Fuck. Ja, fuck, das sagst du richtig. Das ist so hart. Fuck. Wie ist jemand aufregend? Fuck ihn. Ich wollte gerade sagen, oh nein. Der Schleicherich ist wieder im Land. Alter! No. Bitte nicht! Die Deutschen haben es einfach in sich. Das können wir vergessen. Dabei muss man doch bis zum Schluss fighten. Leute, kommt. 6-12 surrender. What the fuck? Klar ist es scheiße mit dem Bot, aber... Hopp. Okay, let's go. Oh. 13-6. Immer noch kein Grund zum Aufgeben. Wisst ihr, wann man aufgeben sollte? Sobald das Spiel vorbei ist. Das kommt so halt echt überhaupt nicht geil hier. Jetzt hört er wenigstens wieder. Weißt du, der Bot eben wieder... No. Was... Und das kann ja auch nicht so schwer sein, sowas zu implementieren. Wenn man den Bot auf Stehenbleiben, aggressiv spielen oder Mittel, also Mitgehen stellen könnte und dass er die Waffen droppt, das wäre einfach zuckrig. Aber so ist es einfach retarded. Oh mein Gott. He's under. He's going second mid now. Ah. Oh, ich habe einen Assist bekommen, what the fuck? Auch komisch, dass solche Leute bei Supreme Global rumtanzen. Was soll denn das? Oder halt Lem jetzt dann. Nach dem Spiel bin ich bestimmt wieder Lem. Dass da Leute rumtanzen, die am Anfang nach 4 Runden sagen, ah, ich bin schlecht und gehen. Hallo? One mid, he's coming, on mid, behind. Naja, ich hab's doch gesagt, verdammte Scheiße. Es hilft alles nix! Die machen auch, die gehen nicht los, die kriegen den Arsch nicht aus dem Kopf. Den... den Kopf nicht aus dem Arsch! Ich fühle mich wie auf Gold. War alle irgendwie so, sollen wir gehen jetzt? Ich weiß nicht. Einer steht vorne, sollen wir jetzt refragen? Ich weiß nicht. Goodbye, Supreme. It was a nice time with you. Goodbye, Supreme. Shoo-be-doo. Goodbye, my friend. It was an amazing time. Now it's over. Yeah. Behind kommt doch gleich wieder, Jungs, wenn ihr 30.000 Jahre braucht. Banana, down. One is low on banana. Two in banana. Is A clear? No, one is short. Leute, was machen wir hier überhaupt für einen verschissenen Zirkus? Was machen die denn da gerade? Gehen wir jetzt auf A oder wie sie sich alle Richtung City bewegt haben? Hä? Oh, ich habe hier so richtige Räuchermännchen am Start. Die können da stehen und gut riechen, aber wer könnte denn? Frankie, guck nicht da hoch. Frankie, du stirbst nicht da hoch. Nein, Frankie.
Finne! 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 Ja, geil. GG, boys. This is such a fucking GG, ey. Aua. Das war wirklich nicht sonderlich ertragreich. Gib mir den Downrank jetzt. Hopp, spann mich jetzt auf die Folter. Ein Global war hier bei uns dabei, da waren zwei. Oh, und DMG, meine Güte, was war das für ein Zusammen? Also bei uns war dann wahrscheinlich noch ein Global dabei. Okay. Okay. Ja, okay, die Dinger waren halt schon nicht schlecht, die Loses, die ich da eingefahren habe. Ne? Wenn man dann weit über 50 Punkten steht, ist es sicherlich eine schöne Sache, die einem halt den Rank auch bei einem Lose noch ein bisschen erhält. Aber ja, wenn man sowas hat, komm, einer geht nach der fünften Runde, der Bot rennt einfach rein und hört nicht, macht No zu mir. Wie frech ist denn das? Das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem an CSGO. Dass du A, einfach halt gehen kannst aus dem Spiel. Das sollte noch irgendwie anderweitig bestraft werden. Vielleicht einfach nicht möglich sein. Man kann einfach nicht rausgehen aus dem Spiel. B... Der Bot, der dann diesen Spieler ersetzen soll, der den Mensch so oder so nicht ersetzen kann, sollte doch zumindest in seiner Form, wie er halt so agieren kann, möglichst gut agieren. Also Waffen droppen können, hören. Wenn ich sage, bitte bleib beim Spawn stehen, dann soll er das machen. Und nicht irgendwie, nee, ich gehe einfach mit. Ich renne einfach so auf Mitte. Hallo Leute! Das ist doch in einem teambasierten Spiel schweinedumm. Wenn du dann nur noch zu viert bist, zu viert gegen fünf andere. Natürlich kann man auch so mit Handicap gewinnen, das ist uns sicherlich auch schon oft gelungen. Es ist aber trotzdem ein Handicap, das man halt eigentlich normalerweise nicht haben sollte. Naja, genug gemeckert. Hier ein Gruß an alle Giveaway-Teilnehmer, Hallöchen, Popöchen. Freut mich, dass ihr so am Hustlen seid. Natürlich ist etwas schade, dass die COD-Videos nicht so gut laufen wie die CSGO-Videos, aber das war natürlich gerade oder vor allem am Anfang zu erwarten. Vielleicht gehen die ja noch ein bisschen aufwärts. Mal schauen. Von den Kommentaren und von den Likes her ist es eigentlich fast genauso wie die CSGO-Videos. Vielen Dank deswegen auch natürlich an euch dafür. Mal gucken, wie sich das in Zukunft so macht. Wir sehen uns dann jetzt im Livestream um 18 Uhr. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.